Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mafia 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Euer Transek ist für euch am Mic. Und heute geht's weiter. Jawohl, wir müssen jetzt mit Jock Blanchett reden. Der wohnt hier ganz in der Nähe, beziehungsweise ist hier ganz in der Nähe. Ja, schön ihr Lieben, dass ihr wieder dabei seid zu einer brandneuen Folge. Und wir schauen mal eben, dass wir hier nicht allzu auffällig sind. Polizeimäßig. Ups. So, weiter geht's. Oi. So, wir sind ja schon fast da. Na, was schlagt mir denn hier wieder? Diese scheiß Eartha Kitt. Eartha Kitt? Ist doch cool. Die wird ins Weiße Haus eingeladen. Man kann sich auf dich verlassen. So. Na, Bönd. Vito hat gesagt, du erwartest mich. Hast dir lang genug Zeit gelassen. Ich bin Jacques Blanchard. Vito behauptet, du kannst diesen Schlamassel richten und du schaffst uns Arbeit an unsere Jobs wieder. Vielleicht. Na klar. Kommt auf deine Infos an. Hab früher an Vitos Mann Andy Toretto abgedrückt, um Gewerkschaftsarbeit zu kriegen. Aber jetzt lässt dieser Idiot von Greco Andy höhere Beiträge aus allen rausquetschen. Wenn du nicht zahlst, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Die arme Sau muss sogar Grecos großmäulige Kumpel zum Abkassieren einsetzen. Dieser Greco scheint ein richtiger Scheißtyp zu sein. Du hast ja keine Ahnung. Obendrein muss Andy die Genehmigungen unter Verschluss halten. Wenn damit irgendwas passiert, das kann ich dir sagen, dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet. Mal sehen, was ich aus Tourettos Leuten rauskriege. Toretto hat den Laden fest im Griff, aber du solltest in der Lage sein, ein paar seiner Jungs auszuquetschen. Wenn du in den Docks arbeiten willst, musst du dich der Gewerkschaft anschließen. Aber diese Scheiße unter Greco, es ist, als ob er die Leute von der Arbeit abhalten will. So, wollen wir eben schauen. Gewerkschaftserpressung. Sabotiere Anhänger der Gewerkschaft. Das sieht ziemlich in der Nähe aus hier. Schaden $30,000. Gut. Okidoki. Dann machen wir uns mal auf. Wenn wir den Fortschritt mit meine coole Höhle setzen, riskieren wir die Kraft unserer Worte zu verlieren. Denn im Prinzip ist es doch so: Blut auf der Straße spricht eine berechtigte Sprache. Dieser Sound ist ja absolut genial. Ups. Ah, es sieht schon cool aus, wenn das hier dämmert. Oh, mal ein bisschen rüber hier. Wow, 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 wow. Folgen. Da war ein Geldzeichen. Was können wir da machen? Mal eben schauen. Ah, verzieh dich mit deiner Höhle. So, du kannst einige Gegner verfolgen. Führen. Mhm. Licht auf, lenkst die Aufmerksamkeit auf dich. Okay. Den verfolgen wir mal. Oh, oh. Aber mein Auto ist natürlich auch relativ auffällig. Ich
rechts biegt er ab. Schöne Blick behalten hier. Na, wo will der denn hin? Der fährt da rein, okay. Oh, oh. Ah, wie dicht darf ich da jetzt ran an die Geschichte? Oh, ich bin glaube ich schon ganz schön dicht. Ich laufe hier einfach nur so lang. Was will dieses Arschloch? Kommt der raus? Ne. Hey, pass auf, wo du hinläufst. Kann ich ihm nicht die Karre klauen? Ich schieße jetzt. Erstmal schön die Karre geklaut. Bitte schicken Sie ein paar Männer hier runter. Ah, bis da bin ich eh lange weg. Wenn jemand dafür Zeit hat, bitte mal hinfahren und die Sache klären. Wenn jemand Zeit hat, hat eh keiner Zeit. Das ist ja eine coole Karre. Haben wir jetzt mal ein vernünftiges Auto hier. Und wir können unser nächstes Ziel hier bearbeiten. Immer eine Fehlzündung, die Höhle, muss mal repariert werden. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ja, sehr schön. Einstellen und Streifendienst fortsetzen. So. So, haben wir ein schönes neues Auto. So. Ah, oh, die könnten die... könnten die Polizei rufen. Ja, die kommen auf der anderen Seite. Ich verstehe nicht, welcher Idiot... Denkst du wirklich, ich finde dich nicht? Den einen könnte ich mir doch gleich krallen. Zack. Zack. Habe ich denn überhaupt noch eine? Das war zugegebenermaßen kurz nach der Eiszeit. Wehe, die haben heute wieder nichts von euch. Wollen wir mal. Ein paar von uns wollen arbeiten. Schwarz und Jack Greco. Hey, Boss, gibt's denn heute was für mich?
Kann man die Poli... Genau, mach mal weg die. Hey, wo gibt's Kaffee? Hey, was gibt's denn heute was für mich? Wehe, die haben. Nein, es gibt nichts für dich. Hey, Mann, das ist doch schon die ganze Zeit. Entschuldigung. Ein paar von uns. Oh, wir sind gerade zufällig im Gespräch hier. Jack Greco, lässt einen Arbeiter tatsächlich wach. Hey, was gibt's denn heute was für mich? Nein, heute gibt's nichts für dich. Siehst du hier irgendwo? Lauf! Weg hier! Hey, was gibt's denn heute was für mich? Zack. Na, wo sind die? Noch kommt keiner. Polizei ist auch nicht gerufen. Sehr schön. Ah, komm her. Du kommst jetzt ran. Zack. Der nächste bitte. Und da ist unsere Puste, die wir gebrauchen können. So, wenn ich jetzt hier anfange rumzuballern, das ist glaube ich nur der eine da. Scheiße, ist er das? So, hast du nicht hierher gehört. Ach, sicke ihn! Ach, sicke ihn! Ich suche Hilfe! Wir sind unter Beschuss, kommt sofort her! Oh, Scheiße! Mach den Boy fertig! Ich geh in Deckung! So, komm her, ja. Blut wurde vergossen! Muss kurz Munition wechseln! Er hat mich getroffen! Oh, jetzt soll ich aufpassen. Ich suche mir eine Deckung! Da ist schon mal Kohle. Komm her, ja. Nachladen. Oh, da kommt auch gleich einer. Den haben wir. Oh, 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 ich muss aufpassen. So, komm rein hier. Ah, verdammte Axt. So, haben wir. Nachladen. Ah, shit. Da ist noch einer. Ich muss hier irgendwie weg. Das ist Schiete. Hey, ich sehe dich. Ich bin verschwunden. Ich
finde den Auch zu träumen und finde diesen Wichser. Ich finde dich, Junge. So, den haben wir. Da, so, bist du schön. Wunderbar. Zack. Der nächste bitte. Oh, meine Munition wird knapp. Ich muss sehen, dass ich mal wieder ein bisschen... Da, Munition. Das Arschloch ist abgehauen. Vielleicht ist so ist es. Ich bin weg. Jawohl, da kommt er rüber. Komm her hier. Zack. So, ich glaube, so ganz viele dürften das jetzt auch nicht mehr sein. Waffenschrank und Heilung. Wo haben wir hier Heilung? Der Scheißhaufen hat sich heimlich verdrückt. Der Junge bleibt ständig in Bewegung. Jawohl, jetzt haben wir eine vernünftige Puste hier. Oh, schnell Heilung mitnehmen. Zack. Geld. Hä? Da ist er. Er ist tot, Gott verdammt. So ist es. Hier nicht. So. Den haben wir auch. Da ist der Waffenschrank, da müssen wir auch noch hin. Oben. Oh, hier haben wir auch noch Geld. Komm her, nimm das Geld mit. Wo haben wir den Waffenschrank hier? Da. Dran vorbeigelaufen, Ast rein. So. Jetzt wird erstmal ausgerüstet. Irgendwo Feinde. Los, schnell weg hier. Das war jetzt eine ganze Weile geschlossen. Was hatte der Junge da wohl zu suchen? Erwischt. Ja, wo müssen wir hier rein? Wir sind hier doch jetzt drin gewesen. Was wollen wir hier? Wer auch immer den Jungen auf dem Rummelplatz aufgeknüpft hat, hat einen ziemlich kranken Humor. Ach so. Schmeiß weg den Vogel. Sind hier irgendwelche Unterlagen, die wir mitnehmen müssen? Also ich habe mal einen Schreibtischjob ausprobiert. Ach hier, alles klar, okay. Sehr schön. Haben wir. Jetzt sollte ich mich vielleicht vom Acker machen hier. Tschüssi. Wo ist meine Höhle da? So, ich glaube, das haben wir erledigt. Das war's. Wunderbar. Das war doch mal einigermaßen easy. Und ein schönes Auto haben wir auch hier. Auch wenn wir hin und wieder mal eine Fehlzündung haben. So, meine Lieben. Das war eine etwas gechilltere Runde heute mit Mafia 3.
Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.